Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die Perspektive ist ein bisschen lustig, aber ich habe eine Position gefunden, wo ich in meinem Auto mein Handy abstellen kann, wenn ich vlogge. Ich habe das Video schon mal angefangen vor 2 Tagen, glaube ich. Wenn das Videomaterial brauchbar ist, dann blende ich euch das jetzt ein. Ich glaube, es ist nämlich nur das Intro. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu... Ausgetrunken. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Möchtest du einen Keks? Ja. Gut. Man hat einen Keks gebacken. Ja. Ich dachte, ich nehme euch mal heute und morgen oder wie auch immer, also immer wieder, wahrscheinlich ziemlich sicher über mehrere Tage mit in unseren Alltag. Ich muss heute und morgen arbeiten, aber trotzdem dachte ich mir, ich versuche mal einfach so trotzdem einen Vlog zu drehen. Was und das? Ein Keks. Was da drauf? Erdnüsse. Und ja, wir sind jetzt gerade beim Frühstücken. Es ist Punkt um 7. Ich bin vor um 6, hat mein Wecker geklingelt, aber ich bin erst nach um 6 aufgestanden. Genau. Ich habe gestern was an meinem Auto gemacht, was ich euch unbedingt zeigen möchte. Ich glaube, der Karl hat es auch noch nicht so richtig wahrgenommen. Heute ist Freitag und ich habe frei... weil heute Freitag ist, nein, aber ich habe heute frei. Karl ist trotzdem im Kindergarten, weil ich ein paar wichtige Dinge zu erledigen habe. Und ja, Punkt 1 habe ich gerade erledigt. Ich war gerade im Baumarkt. Es hat funktioniert, trotz dass auf dem Gewerbeschein meine alte Adresse noch stand. Der wollte aber nicht mehr den Ausweis dazu sehen, also von daher alles gut. Ich habe eine Kabeldurchführung fürs Arbeitszimmer gekauft. Ich habe Schraubhaken gekauft für ein Projekt, was noch mit dem Umräumen der Wohnung zu tun hat. Das zeige ich euch, wenn es fertig ist. Und dafür die entsprechenden Dübel. Das sind so kleine, süße Babydübel. Ich kann euch die jetzt eben zeigen. Oh mein Gott, ich habe noch nie so kleine Dübel gesehen. Die sind so süß. Ja, und jetzt habe ich 200 Stück davon. Weiß zwar nicht, was ich damit will, aber es gab keine losen Dübel, also einzelnen. Was ich ein bisschen schade finde bei Obi. Also so das Schrauben- und Dübelsortiment so von, ich sag mal, losem Zeugs ist bei Hornbach wesentlich besser. Ich bin jetzt aber zu Obi gefahren, weil ich bei Obi halt wusste, wie die Regelung ist mit dem Gewerbeschein und weil der Obi viel näher ist als der Hornbach. Ich fahre jetzt wieder nach Hause, werde jetzt ein bisschen Haushalt machen. Ich nehme euch mit. Die Wohnung muss nochmal komplett aufgeräumt, sauber gemacht werden. Wäsche muss gemacht werden, Spülmaschine muss ausgeräumt werden. Ich muss Anrufe erledigen und ich habe sonst noch eine ganze Menge zu tun. Aber ja, ich nehme euch erstmal mit nach Hause und dann zeige ich euch endlich mal den Aufkleber von meinem Auto. Ich habe mir extra viel Mühe gegeben, ordentlich und gerade zu parken, wenn ich euch jetzt meinen Aufkleber zeige, weil ich stehe hier manchmal da wie sonst was. Die Sache ist, ich habe hier die beiden Parklücken nebeneinander gemietet, deswegen kann ich da meinetwegen auch quer dran stehen, das juckt keinen, aber ich finde es immer so, weiß ich nicht, manchmal wenn ich Stress habe, ist mir scheißegal, aber jetzt, wo ich euch das gerne zeigen würde, habe ich mir Mühe gegeben, gerade zu parken. So, seid ihr bereit? Ich präsentiere. Also, den Aufkleber habe ich. Ich weiß nicht, ob der. Ich glaube, der ist schief. Der ist links weiter unten. Einen kleinen Streifen hier unten. Denselben, den ich beim Vegan auch hatte. Und dann halt den Aufkleber drauf. Und ich finde das in der Kombination ziemlich schön und ziemlich cool. Wie gesagt, den Schriftzug habe ich selbst designt. Also Schriftart und alles. Ich zeige euch das nochmal aus der Frage. Also ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich glaube, das ist auch absolute Geschmackssache und ich kann mir vorstellen, dass das manche Leute sehen und denken so, oh mein Gott, was bitte ist das? Wie kann man denn bei so einem Auto einen Blendstreifen machen? Aber gut, ich hole jetzt meine Post, falls ich welche habe, und dann gehe ich erst mal auf und gucke, was da auf mich wartet an Haushaltsaufgaben.
paar Stunden später gefühlt, aber so viel Zeit ist gar nicht vergangen. Ich war jetzt gerade duschen und ich habe vorhin die Wohnung noch fertig, soweit aufgeräumt. Es ist gleich der Trockner fertig, dann kann ich noch eine Maschine Wäsche anstellen. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ihr habt ja jetzt in den Zeitraffern schon ein bisschen gesehen, wie die Wohnung jetzt aussieht. Und ich dachte mir, ich zeige euch das jetzt einfach, den aktuellen Stand, weil es fehlt wirklich so gut wie gar nichts mehr. Nur noch ein paar Kleinigkeiten. Ich wette, mir fallen die jetzt auch nicht mal alle ein. Deswegen präsentiere ich euch jetzt meine saubere und aufgeräumte und so gut wie fertige Wohnung. Also wir gehen jetzt mal nicht zur Tür rein, wir stehen einfach hier vor der Tür. Und hier muss ich gleich zu sagen, der Raum ist noch nicht fertig. Deswegen zeige ich den euch auch noch nicht, weil der ist auch gerade noch ein bisschen vollgestellt. Aber wenn man hier reinkommt, sieht es erstmal jetzt so aus. Ich habe gestern oder vorgestern diese Woche eine Pflanze gekauft. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von ihr halten soll, weil ich hasse eigentlich Pflanzen, aber dann wiederum solche riesen Grünpflanzen ohne Blüten, so, die man nur selten gießen muss. Mal sehen. Die stirbt bestimmt eh bald und wenn nicht, dann halt nicht. So, ich habe jetzt den Schrank hier von Karl. Karl hat meinen Schrank, das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Genauso, dass ich hier gestrichen habe, habe ich euch auch gezeigt. Das Bett steht dann einmal hier und hier dazwischen ist, hier liegt ein Teppich und hier liegt derselbe Teppich. Hier gibt es eine neue Kommode. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Huch, ob ihr euch an den Nachtschrank erinnert. Der war genauso. Also das ist diese Malm-Serie und das ist jetzt die Kommode dazu. Ich habe eine neue Musikbox, über die ich mich ultra dolle freue. Und ansonsten, neue Bettdecken. So, also nicht jetzt, also Bettwäsche logischerweise auch, aber auch die Decken ist jetzt so Übergröße, Bettzeug. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. So, und dann kommen wir hier noch zu der Ecke. Das Sofa habt ihr ja auch schon gesehen. Ich hatte das ja auch schon mal in einem Video eingeblendet. Es ist einfach so ein Ecksofa, also es ist genau gleich lang, beide Seiten. Also hier von hier bis hier sind 1,92. Hier kann man also auch drauf schlafen. Also eine Person, ohne dass man da irgendwas ausziehen muss, weil man kann auch nichts ausziehen. Den Tisch habe ich schon mal beim anderen Sofa gehabt und die ganzen Kissen, die sind auch alle von dem anderen Sofa mitgekommen. Neu dazu gekommen ist diese Tagesdecke und diese Tagesdecke. Das Sofa ist ja so weiß, ich kann euch das auch noch mal aus der Nähe zeigen. Das ist so, also es ist weiß, ja, aber damit es halt nicht so schnell dreckig wird, habe ich für jede Sitzfläche eine andere Tagesdecke so mir ausgesucht. Genau, dann haben wir hier die Ecke. Der Tisch steht jetzt da, der bleibt auch da stehen. Der Wäscheständer steht ja nicht immer da, der ist auch ziemlich hässlich und ich wollte mir ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, einen rosanen noch kaufen. Jedenfalls, wenn der zusammengeklappt ist, steht der auch im Bad. Das Bild bleibt hier so hängen und die Streifen hier wollte ich ja eigentlich die komplette Wand streichen, aber ich habe mir das irgendwie nochmal anders überlegt und die Lichterketten kommen auch noch weg. Also beide. Und zwar hatte ich, ja, ich kann euch das mal zeigen, das liegt hier auf dem Schrank. Ich glaube, ich hatte euch das Ding hier schon gezeigt. Das ist so ein Wandteppich, was auch immer. Und den möchte ich gerne übers Bett aufhängen. Also praktisch, ja, hier so, da so. Dafür sind auch die Schraubhaken, die ich früher gekauft habe. Und dann möchte ich die Lichterketten, die kann man ja hier mit diesen, mit den Kabeln da gut irgendwie so einfädeln, dann die Lichterketten praktisch eine hier so und die andere da so dann da auch mit befestigen. Genau. Im Bad hat sich im Prinzip nichts verändert, aber in Karls Zimmer. Und Karls Zimmer ist aber noch sehr unordentlich und deswegen, ich gucke jetzt mal auf die Uhr, werde ich das wahrscheinlich erstmal noch aufräumen, bevor ich euch das zeige, weil ich erzähle die ganze Zeit von dem neuen Schrank, er hat auch ein neues Regal, aber es ist auch noch nicht ganz fertig. Deswegen will ich da erstmal ein bisschen Ordnung machen, bevor ich euch das zeige, weil so wie es jetzt da aussieht, ist es wirklich nicht mehr schön. Also klar, es ist normal, wenn man spielt und so und ich weiß, dass er ja auch langsam mal lernen kann, das selbst aufzuräumen, aber er muss es noch nicht komplett alleine aufräumen, was viel zu, also wie nennt man das, naja, eine viel zu große Aufgabe für ihn ist, meiner Meinung nach.
wenn wir gemeinsam aufräumen, dann funktioniert es auch und das ist mir einfach auch wichtig, aber ich helfe ihm auch sehr gerne und ich finde es halt einfach so schön. Das Chaos entsteht nämlich dabei, dass er selbstständig spielt und er beschäftigt sich mittlerweile so viel und so gut selbstständig. Also er spielt so toll, da freue ich mich riesig drüber und deswegen, ja, das Chaos ist dann normal, dass das dann dabei zustande kommt. Und an der Stelle möchte ich das Video beenden. Karls Zimmer zeige ich euch gerne im nächsten Vlog, nachdem ich aufgeräumt habe. Ich habe nämlich jetzt noch einiges am PC erledigt und es ist auch gar nicht mehr so viel Zeit, dann muss ich schon wieder los. Deswegen mache ich jetzt erstmal noch alle meine wichtigen Aufgaben, für die ich mir halt heute extra Zeit genommen habe, beziehungsweise für die ich heute endlich mal Zeit habe. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke das letzte wie immer unten drunter. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Aufkleber von meinem Auto sagt, was ihr zu meiner umgeräumten Wohnung sagt. Wenn ihr wissen wollt, wie es vorher aussieht, schaut euch ältere Vlogs an. Da sieht man, beziehungsweise auch da, wo ich die Umräumpläne und alles so gezeigt habe. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.